Ich habe Yu-Gi-Oh! Mit Dungeons & Dragons fusioniert. Und das Ergebnis ist ein Rollenspielabend in einem Yu-Gi-Oh! Virtual Reality MMO. Gemeinsam mit meinen zwei Busenbrüdern Matsumato und Adlau G hatten wir ein fast vierstündiges Pen-and-Paper-Abenteuer, welches ich zusammen komprimiert habe auf 11,5 Minuten geballte animierte Pen-and-Paper-Action. Vollgespickt mit Abenteuern, Humor, Yu-Gi-Oh!-Nostalgie, Verrat und Spannung. Also lehn dich zurück und gönn dir ein kalt oder warm Getränk deiner Wahl und genieße jetzt den animierten Yu-Gi-Oh! Film. An alle mit dem Harpien-Starter-Deck, bitte melden. Großer Raid-Boss ausfindig gemacht. Ich habe die Nachricht geöffnet. Warte, ich rate. Ein Prinz, der unbedingt deine Hilfe braucht aus Uganda. So ähnlich. Ich würde einfach mal vorlesen. Ey, voll cool, dass ihr mitmachen wollt bei meinem Raid-Boss. Ich muss noch Hausaufgaben machen, bin in circa einer halben Stunde am Questboard. Lass uns erstmal in den Shop gehen. Nani? Entschuldigen Sie, Mister, was ist denn mit Ihnen kaputt? Maverick, hallo. Dieser Typ ist suspekt. Hallo. Was ist denn das? Laden geschlossen für heute. Warum ist dieser Laden geschlossen? Warum schließen Sie nicht die scheiß Tür ab, wenn der Laden geschlossen ist? Ach, hab ich vergessen. Tut mir leid. Bis morgen. Sir, Öffnungszeiten, da ist noch eine Stunde geöffnet. Wir wollen Pay to Win hier machen. Ja, tut mir leid, heute alles ausverkauft. Mr. Cruz? Du die Beine, ich die Hände, oder was? Wir kleben die an die Fensterscheibe und nehmen alles mit, was wir kriegen können. Ach so, ja, genau, an das habe ich auch gedacht. Genau sowas. Hey, seid ihr für die Harpien-Quest? Ja. Wer ja. fragt? Hallo, Freunde. Schön, dass ihr meiner Gruppe beigetreten seid. Okay. Kein Körperkontakt. Er guckt dich sehr erwartend an. Okay, doch. Jetzt, wo er mich erwartend anschaut. Klatsch. Yeah. Mir hat ein Informant gesteckt, dass es für kurze Zeit eine Unique Raid Boss gibt. Und es hat irgendwas mit Harpien zu tun. Deswegen dachte ich, ich schreibe einfach mal alle Harpien-Starter-Deck-Freunde an. Phänomenal. Und da seid ihr jetzt voll korrekt. Ach so, und einen Raid-Boss kann man wohl irgendwie nur zu viert antreten. Also habe ich noch jemanden in die Gruppe eingeladen. Alter, Loot, ich habe nur Loot verstanden. Lese mich dem Abenteurer an. Ich war, sonst habe ich nicht zugehört. Ich habe nur Loot gehört. Fantastisch. Ja, hallo. Seid ihr die Harpien-Gruppe? Vom Namen her haben sie dich wohl auf Wish bestellt. Grüße, was geht? Ihr kommt vor so einem Bilde an Pflanzen irgendwie an und da ist aber in der Mitte so ein Eingang und für euch macht das den Anschein, als wäre das irgendwie so ein Labyrinth. Ich habe gerade nicht aufgepasst, sorry. Hey, ihr beiden. Das tut mir jetzt viel mehr weh als euch. Und das liegt auch gar nicht an euch, sondern vielmehr an uns beiden. Aber manchmal teilen sich Partys einfach auf und dann geht die eine Party da lang und die andere Party da lang. Aber im Geiste ist man immer eine Party. Wir können euch ja trotzdem in die Friendlist adden, aber wir sollten jetzt auch mal... Ich adde euch in die Friendlist. Hey, ihr seid die Ersten sogar, die Ersten, die ich in die Friendlist. Auf jeden Fall. Direkt. Also, da solltet ihr euch echt geehrt fühlen, weil so krasse Typen wie uns werdet ihr euren Lebtag nie wieder sehen. Nie wieder. Und falls ihr was braucht, dann schreibt mir bitte nicht. Schreibt ihm. Schreibt Maverick. Mehr als mir. Mir ein bisschen weniger als ihm nicht. Aber sonst ja. So, auf Türsteher angelehnt, Bruder. Ihr wisst Bescheid, dass es gar nicht funktioniert. Habt ihr schon mal Anime geguckt? Das geht immer in die Hose, Junge. Okay, 50 Credits und ihr bleibt draußen, Mann. 50 Credits. Für komm. Jeden von euch. Ehrenlos, ich bin doch nicht mehr Stechli. Freunde, ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam diese Dungeon hier oder was auch immer das sein wird, machen müssen, weil nur zu zweit hättet ihr sicherlich keine Chance. Und ich habe euch den Tipp gegeben. Na los, komm. Wir schicken einfach Harry vor. Und falls da eine Falltür ist, sind wir ihn los und können weitermachen. Aber das sagen wir leise nur zueinander, oder? Das muss. Richtig, Harry. Ich flüstere dir zu. Ich flüstere dir zu. Oh Mann, jetzt bin ich echt verwirrt. Oh Mann, ey, wo sind die Chias? Harry, du läufst ja vor. Wo würdest du denn gerne lang gehen wollen? Du kennst dich doch so gut aus. Also. Der nächste Weg wäre jetzt, wenn wir hier nach rechts gehen würden. Okay, du sagst rechts rum, dann gehen wir links rum. Ganz genau das sage ich auch.
Ihr seht viereckigen Sarkophag und auf diesem Sarkophag liegt eine Harpienstatue. Boah, ich würde erstmal daran riechen. Mr. Cruz, was tun Sie da? Ich schnupper. Maverick Cruz stellt zu seinem Enttäuschen fest, dass er noch nicht sein Virtual Reality Headset Geruchsupgrade gekauft hat. Ach so, ich habe das Upgrade ja noch gar nicht gekauft. Scheiße. Dann ertaste ich unterhalb ihres Halses und oberhalb ihres Bauchnabels ein bisschen in diesem Bereich und gucke, ob da irgendein Schalter ist oder sowas. Oh, da ist, glaube ich, was. Ich glaube, da kann man was reinstecken vielleicht. Was so ein bisschen wie ein Finger ist, aber vielleicht ein bisschen weicher oder so. Hä? Wir hatten ja noch ein paar andere Wege. Vielleicht können wir da vielleicht noch andere Hinweise finden. Vielleicht kannst du auch mal die Fresse halten. Also, ich wäre dafür, dass wir mal nach anderen Wegen schauen. Gut, ich schließe mich an. Das hab ich doch gesagt. Ja, war eine gute Idee, ey. Freunde, ich tue im Real Life weh. Ich glaube, ich bin dieser Aufgabe nicht gewachsen. Freunde. Du musst dich beruhigen. Beruhig dich, Mann. Beruhig dich. Ich dachte, das war schon Reality. Und ihr seht, wie der Charakter, also er scheint irgendwie sein Headset irgendwie abzunehmen. Sein Charakter geht so in diese T-Pose einfach. Okay, krass. Dann looten wir ihn erstmal, oder? Ich würde sagen, wir looten ihn. Herr Bruno, was ist denn hier auf Cyberspace angelehnt? Salame, was geht hier los? Alles gut, Bruder. Ich mach Ding. Tinder. Tinder gerade. Ich klär zwei Chayas für uns. 3000 Credits und ein Joey Wheeler Red Eyes Black Dragon Plüschtier. Ich geb Muschel das Plüschtier und nehm die Münzen. Es ist so leicht wie eine Feder. Doch selbst der stärkste Mann der Welt kann es nicht länger als einige Minuten halten. Ist doch logisch. Ich löse es. Dann löse. Ich hab geblufft. Ich hab gar keine Ahnung. Oha, Digga, was für Apple zu jetzt von Ernst, Digga, immer zu Späße, Digga. Auf Comedy-Basis. Aber ich hab 3000 Credits, die mir die Lösung vielleicht verraten. 3000 Credits? Mashallah, damit es auch Wishboy verstanden hat. Zwei Möglichkeiten. Entweder redet Schlomo davon, es geht um Sturm, also extrem starken Wind, oder es geht um den Atem. Du kannst deinen Atem, egal wer du bist, du kannst ihn nicht lange anhalten. Und es ist leichter als eine Feder. Ich glaube, du hast recht mit, was du sagst. Ja! Gott, verdammte Scheiße, du bist ein Genie, Mann! Aus der Wand heraus, so ein Steinmund, so... Und ihr spürt eine leichte Brise aus diesem Mund herauskommen und pustet euch eine Feder hinzu. Also ich probiere uns beide zu retten und ich stopfe was in den Mund rein. Nein. Ich will ja nicht sterben und dann opfere ich mich halt. Hä? Okay, Squad, ihr müsst euch mal sammeln. Avengers Assemble. Folgendes Problem. Wir müssen die Mobs zerstören von ihm. Wenn er noch mehr Babyspieldrachen aufs Feld kriegt, haben wir ein Problem. Und für jede Harpie werden diese Viecher stärker. Das heißt, Wishboy, reiß dich zusammen. Keine weitere Harpie, sonst bist du raus. Sonst schmeiß ich dich noch während des Fights aus der Gruppe. Ich beschwöre in Angriffsposition. Harpien-Lady Nummer 2. Der ist kompletter Spasti, Alter. Lederwishboy, was habe ich dir am Anfang des Duells gesagt, du Idiot? Ich hasse ihn. Shotgun, Loot. Als du auf die Truhe zugehst, stellt sich ganz schnell Harry Rizzlesteed dir in den Weg und lockt dich in ein Kampfmenü und schreit zu Lederwishboy, schnell in den Loot.
Lass dir nicht von diesen Windelkackern den Loot klauen. Wir halten sie auf. Okay, Cruz, jetzt zeigt es sich, wie gut wir als Team sind. Digga, wir haben euch die ganze Zeit ausgetrickst, Alter. Wir nehmen den Loot für uns, Digga. Ah, die Chayas werden stolz sein. Keine Chayas für dich, du Spitzbube. Wen nennst du hier Spitzbube, du Eierloch? Eierloch? Alter. Ich lass dich nicht aus dem Konzept bringen. Ja, ich weiß es nun, wie ich dich besiegen werde, du kleiner Scheißer. Ich beschwöre den fliegenden Kamakiri in Angriffsposition. Bist du bereit für das, was kommt? Greife die Lebenspunkte von Harry direkt an. Nein, überleg dir das nochmal. Da gibt es nichts zu überleben, du Verräter. Wirbelwindattacke. Nein, wir waren so nah am Blut. Sein Charakter spawnt weg. Oh, Dinger, wieder reingebrickt. Oha. Ich beschwöre in Angriffsposition. Harpier Lady Nummer 2. Ich greife jetzt mit meiner Harpier. Greife ich auf jeden Fall Dr. Theonatherion. Gleich nehme ich dir deinen Doktortitel weg, mein Freund. Du hast weniger Angriffspunkte. Oha, dann greife ich doch nicht an, Digga. Du bist schon angegriffen, Digga. Ich beschwöre meine Harpien-Schwestern in Angriffsposition. Digga, wo hast du die Karte überhaupt her? Ich habe reingepayt und mir das richtige Starterdeck. Ja, reingepayt! Nun denn, schreite ich zur Tat und greife mit fliegender Kamakiri deine Harpien Nummer 2 an. Oha, ehrenlos. So, Cruz, finish him. Ey, Digga, okay, wenn du mich jetzt nicht angreifst, du kriegst 90% vom Loot und ich 10. Digga, mach auf Ehrenbruderbasis, Digga. Scheiß mal auf den Doktor da. Wir sind brüderlich zusammengewachsen in dieser Quest. Gibt nichts, was uns mehr trennt. Wir sind siamesische Zwillinge, die nicht aus Siamesien kommen. Damit greifst du ihn direkt an und seine HP fallen auf 0. Und auch Fleder Wishboy 69 despawned und der Kampf ist vorbei. Das war das animierte Pen and Paper. Wie hat's dir gefallen? Lass es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, denn ich habe wirklich 2 Wochen mein komplettes Schweißblut in dieses Projekt reingesteckt. Da würde mich an dieser Stelle natürlich auch ein Like von dir mega freuen. Wenn wir die 50 Likes knacken, dann droppe ich für euch das komplette Abenteuer, denn ich habe sehr viel herausschneiden müssen, was dann einfach nicht in den Kontext von so einem animierten Video hereingepasst hat. Und wenn dir das gefallen hat und du noch mehr sehen möchtest von den beiden Helden, von mir in einem Yu-Gi-Oh! Pen and Paper, dann habe ich für dich jetzt eine sehr gute Nachricht.